Also nochmal, herzlich willkommen. Ich darf euch, darf Sie bitten, Platz nehmen nach vorne. Hier sind noch die besten Plätze. Herzlich willkommen, Alexander Bonte, mein Kollege aus der Bundestagsfraktion. Haushaltspolitischer Sprecher der Fraktion und in gewisser Weise Herr oder Kundiger der Zahlen. Wir haben ja heute auf dem Marktplatz eine schöne Aktion gemacht. Ich finde, das will ich auch denen, die nicht das Vergnügen hatten, dabei zu sein, wenigstens kurz sagen, was wir da gemacht haben. Wir hatten einen Christbaum und haben zum Christbaum ein schönes Lied gesungen, O Tannenbaum. Da sind auch im regulären Text eine nette politische Anspielung. Und dann kamen die Weihnachtsmänner. Und die hatten erstaunlicherweise schon jetzt Weihnachtsgeschenke, zum Beispiel hier die Abwrackprämie, 5 Milliarden für das Publikum, für die kleinen Leute und für die große Automobilindustrie, die Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke, für die Atomindustrie, auch ein kleines Präsentchen, wenn es denn klappt, oder für Opel, Leute kauft Opel, damit sie die Staatsausgaben lohnen. Und auch sonst hatten wir noch ein paar andere Päckchen. Die Idee war, eigentlich mal darauf hinzuweisen, dass in den letzten Wochen und Monaten auf der einen Seite wir die größte Wirtschafts- und Finanzkrise der jüngeren Geschichte erleben. Man könnte eigentlich auch sagen, überhaupt die größte Wirtschaftskrise in der Geschichte der Menschheit, weil davor war so viel Wirtschaft und globaler Finanzmarkt sowieso nie. Gemessen an heute ist der globale Finanz- und Wirtschaftsmarkt in den 20er Jahren sozusagen eine kleine Nummer gewesen. Also wir sind in einer richtig großen Krise. Wir wissen, dass wir, was die öffentlichen Haushalte anlangt, richtige Probleme heute schon haben, riesige Verschuldung, wahrscheinlich wachsende Verschuldung in den nächsten Jahren aufgrund dieser Krise. Dass wir genau in dieser Zeit aber auch angefangen haben, die Mehrheit des Bundestages und die Bundesregierung angefangen hat, Geld auszugeben in einem Ausmaß, wie wir das auch nicht gekannt haben. Haben wir früher noch um Millionen gekämpft, die man für eine gute Sache ausgibt, spielen inzwischen Milliarden keine Rolle. Wenn man sich überlegt, 5 Milliarden Abwrackprämie für 2.500 Euro pro Auto und im Gegenzug 100 Euro pro Kind, das zeigt auch schon die Verhältnisse, wo die Schwerpunkte gesetzt werden. Und es zeigt aber auch, dass sozusagen in der Krise mit den Konjunkturpaketen die Dimensionen völlig gesprengt wurden. Und aus grüner Sicht, im Sinne unseres Konzeptes Green New Deal, ist es nicht so, dass wir sagen, jetzt darfst du nichts tun, jetzt musst du sparen, sondern natürlich muss man in der Krise investieren. Aber ins Richtige, in Investitionen, die sich in Zukunft rechtfertigen lassen, die sich in Zukunft rechnen, die sozusagen den Kindern in die Zukunft nicht Schulden überlassen, sondern außer den Schulden auch positive Effekte. Deswegen ist unsere Grundidee, in der Krise schon investieren, aber gezielt in den Klimaschutz, gezielt in Bildung und Forschung, gezielt auch in soziale Gerechtigkeit, um die Innen- und Binnennachfrage zu stützen, zu stärken und auch um über mehr soziale Gerechtigkeit mehr Menschen mitzunehmen. Das sind die Leitgedanken des Grünen New Deals. Da sieht man schon, wir wollen auch Geld ausgeben, aber gezielter, bescheidener, strategischer. Und wir würden uns gerne solche Sachen wie verlängerte Laufzeiten, Opel-Rettung und Abwrackprämien, solche Ausgaben, die eigentlich Konsumausgaben, vor allem die Abwrackprämien sind ein Musterbeispiel für eine Konsumausgabe für heute, Subventionierung alter Technologie, eben keine Unterstützung für den Strukturwandel, stattdessen Förderung oder Prämierung könnten auch sagen von alter Automobiltechnologie, die nicht in die Zukunft führt. Das ist aus unserer Sicht der völlig falsche Weg. Heute haben wir jetzt Alex Bonte eingeladen als haushaltspolitischen Sprecher, um mal ins Zahlenwerk auch der öffentlichen Haushalte reinzugehen, mal zu fragen, wie ist es eigentlich jetzt wirklich mit diesem Schulden des Staates? Also wie viel Schulden haben wir heute schon? Wie viel haben wir in den letzten Monaten zusätzlich draufgepackt? Was ist zu erwarten, was die zukünftigen Steuereinnahmen anlangt? Da gibt es ja Steuereinschätzungen von Bund, Länder und Gemeinden. Da gibt es ja Steuerschätzer, die sich, glaube ich, zweimal im Jahr treffen, um eine Prognose abzugeben, damit die Haushälter
ungefähr wissen, was zu erwarten ist, also was sind da die Prognosen. Und dann interessiert uns natürlich auch, wenn die anderen Steuersenkungen versprechen, also die CSU jetzt diese Woche ganz aktuell als quasi Kopie der FDP, habe ich also wahrgenommen, die FDP schon lange, die CDU auch, aber nicht gleich, sondern ein bisschen später. Also was bedeuten die verschiedenen Versprechungen von Steuersenkung bezogen auf Steuereinnahmen und auf die Balance des Haushalts? Und was bedeuten übrigens auch andere Vorschläge? Wir haben ja auch die Linke, die reichlich verspricht an dem, was möglich ist. Und wir selber machen ja auch Vorschläge, also was wir ausgeben wollen und wo wir sparen wollen. Also wir würden gerne mal von dir hören, wie die Sachen sich jeweils vom Haushalt auswirken und vor allen Dingen, was das grüne Konzept ist. Weil unser Konzept heißt ja, wir wollen sparen, aber nicht kaputt sparen. Wir wollen eine nachhaltige Haushaltspolitik, aber wir wollen auch eine nachhaltige Wirtschaftspolitik. Und es soll uns aus der Krise raushelfen. Und das ist jetzt die spannende Frage, wie hilfst du uns aus der Krise raushelfen?